Oh Mann, Panzer nicht ganz so schlau, bitte. Okay, meine MAB ist jetzt auf jeden Fall wieder aufgeladen. Die bauen Flugzeuge. Bitte sei schnell genug. Nein. Ein schönes Warten. Ah, wie bitter. Wie bitter. Hat er mich tot gedisst hier. Total tot gedisst. Aber ich habe seinen Doppelakt drauf bekommen. Sehr schön. Ja, das hätte jetzt auch besser laufen können, irgendwie. Ach. Papierlapap. Wie habe ich hiervon? Ich dümpel gerade so voll sinnlos hier rum. Warum? Hä? Nee. Dieser scheiß Warthog. Mann, jetzt kann ich mir kein Skorpion bauen wegen diesem Warthog. Ey. Oh Mann. Wo dümpelt der eigentlich rum? Da. Ja, da in dieser Schlucht neben deiner Basis. Ja, ich habe eine Schlucht gerade gar nicht gefunden. Oh Mann. Eigentlich ist ja nicht so einfach zu übersehen, aber. So, ich habe jetzt MAP auch voll upgradet. Also ich bin jetzt hier ziemlich gut dabei, ne, würde ich mal sagen. Jo, renn dir mal die Tür ein. Dem grünen oder dem lilanen? Oder beiden? Dem grünen, weil werde ich dem lilanen von hinten. Den Satz vollendet jetzt jeder für sich. Also, Loch der kommt Loch. Dann höchstwahrscheinlich gleich mit seinem. Ist schwul. Oh Mann. Weil der wird höchstwahrscheinlich dann gleich mit dem Scarab da kommen, da musst du dann aufpassen, deine MAB bereithalten. Ja. Und wenn er dann mit dem Scarab nicht bei mir ist, dann kann ich da hinten seine Base sogar zerstören. Das ist der Plan. Pass auf, der steht nämlich mit seinem Scarab direkt hier. Ich würde fast vorschlagen, du nimmst die Basis hier in Angriff. So, ja, okay. Zumindest stand er vorhin direkt. Ich dachte. Hier. Jetzt hat er höchstwahrscheinlich die Position gewechselt, steht direkt da oder so. Ja, ich oh, meine, das ist auch eine gute Überraschung. Super produktiv, komm. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Gib ein paar Punkte. Insofern sie nicht zerstört wird. Ich sammle jetzt erstmal all meine Einheiten hier, sonst ist das ein bisschen fatal. Sind die so verstreut? So. Ach, weißt du, die Geschütze sind so wenig Schaden, die werde ich jetzt einfach nochmal abnehmen. Oh nein, jetzt freest er mich ein. Sehr böse und gemein. Okay. Das ist natürlich ein Argument. Mal sehen, ob mein so. Gegenargument hier auch zieht. So ein bisschen. Gucken wir mal. Ich glaube, es wird ziehen, aber nicht schnell genug. Greife ich einfach mal aus Protest die Basis jetzt hier an. Oder was ist da bei euch oben los? Oh fuck.
Das war natürlich jetzt leicht bitter. Aber wie viele Schildgeneratoren hat er denn gebaut, Alter? Greift die Basis gar nicht an, geh weiter runter zum Grün. Oh fuck, sein scheiß Held. Oh Gott. Ich hoffe, der nervt mich jetzt nicht mit dem. Geh mir bloß nicht mit dem scheiß Held auf den Sack. Sonst wirst du es bereuen. Ja, fick dich doch, Arschloch. Ich hasse sowas. Destruktions, komm, komm, mach ihn down, 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 mach ihn down. Das war yes, sehr schön. Fuck, da ist ein Scarab, oh Gott. Ich hoffe, der bleibt jetzt da stehen. Boah, hat er viele Ingenieure gebaut. Jo, das war fast klar. Boah, ich... Wie viel Leben hat der Scarab noch? Was? Das ist unfassbar, diese Ingenieure. Ja, bei den ganzen Ingenieuren wird es jetzt schwer, den Tod zu kriegen. Aber guck dir an, wie viele das sind. So, währenddessen... ich hier noch den, den ich verloren habe, wieder nach. Das würde es wohl reichen müssen. Der verliert einfach gar kein Leben, der Scarab. Das ist so unfassbar. Das ist dreist einfach nur. Der verliert gar nichts. Diese scheiß Ingenieure, Alter. Oh Mann. Alle down gehen. Vor allem, wie langsam die Ingenieure down gehen, das ist ja noch viel dreister. Ja, eine Luftabwehr kriegst du denn da gar nicht weg, das kannst du vergessen. Mach deine Leute lieber hier hinter die Base, deine ODSTs, und versuch seine Generatoren zu zerstören. Oh Gott, ob ich das noch schaffe? Ah ne, fuck, nicht alle Einheiten. Oh, fuck, ich hasse das. Ach komm, wie was für eine Reichweite der auch noch hat, das ist ja noch viel schlimmer, ey. Ja, wir werden die jetzt einfach systematisch fertig machen. Das ist eine Frechheit. Dann werden sie sich am Ende wieder freuen, dass sie mehr Punkte haben als wir, wegen ihrem Scarab, aber... regt mich auf, dass die gestorben sind. Scheiße, wie krass, Eisbombe von Enders wäre jetzt einfach so super. Wie krass das einfach ist. Vergiss nicht nachzuproduzieren zu Hause. Ich bin ja gerade da fleißig dabei, aber wie viel Leben einfach dieser Scarab durch die scheiß Ingenieure hat. Beziehungsweise wie naja, schnell er wieder regeneriert. Hat, aber mal sehen, ich brauche denn dich für einen zweiten Angriff. Möglichst bald, weil der Grüne hat gerade kaum Truppen. Weil ja. Ich habe einige Wolverines dabei, die könnten die Dinge runterholen. Die. Wie steht's mit deinem MAB? Ist wieder aufgeladen. Gut, dann die vier Panzer, da reichen auch schon. Stopf mal alles da rein, was du hast, und dann schick die hier runter. Dass wir uns ungefähr hier so treffen. Oh Gott, wo sind meine Spartans? Da. Da. Und da. Jetzt geh halt rein!
Dankeschön, scheiß Barton, Alter. Oh Gott, ach so, ich denk die ganze Zeit, wann greifen die an und die greifen nur die scheiß Flat an, Mann, das ist so unfassbar. Blöde KI, Alter. So. Okay. Wohin jetzt hier? Einfach da runter. Wieder zum Grünen, aber, ne? Ja. Jo. Also, nee, diesmal gehen wir direkt auf den da. Also, was wir noch viel mehr versuchen, wir versuchen seinen Scarab zu provozieren. Wir gehen auf seinen Scarab und versuchen den down zu kriegen. Oh, oder er kommt uns entgegen, es geht natürlich auch. Oh fuck. Ja. Ja, jetzt lockt er uns ein bisschen. Wo ist der Scarab? Wo ist der Scarab? Da. Direkt bei mir. Kriegen die Wolverines die ganzen Ingenieure down? Ich bin mir nicht sicher. Hau mal ein MRB drauf auf den Scarab. Das ist so ein Witz. Guck dir das an. Das ist so ein Witz, Es geht Alter. vielmehr darum, dass die ganzen Wolf Dingsles draufgehen. Ja, von denen ist ja auch fast keiner gestorben. Das ist ja so lächerlich. Doch, ich finde schon, dass relativ viele gestorben sind. Ignoriere den Scarab, geh weiter runter zum Grün. Jetzt direkt auf seinen Reaktoren, Alter. Was steht denn der da hinten noch rum? Das ist Scarab. Was ist mit dem Scarab? Der ist weiter bei mir irgendwo. Der kommt jetzt entweder von dort oben jetzt runter. Ja, tut er. Ah. Oh, die Ingenieure sind aber wenigstens mal ganz gut dezimiert. Sind jetzt nur ein paar. Ah, ich baue jetzt auch so viele Wolverines. Da kam ich mal kreuz, also der Kerl. Er hat aber auch schon einen Stern, ja. Obwohl, nee, Ja, die. okay. Oh, Scheiße. Wir könnten natürlich auch einfach auf Flugeinheiten umstellen, fällt mir mal kurz auf.
Darauf hätten wir auch früher kommen können, irgendwie. Was wir für Flugeinheiten bauen. Aber der Scarab ist trotzdem, fuckt der ab. Also, ja, schon ein wenig. Nee. Als ob der jetzt hier hochkommen will, ohne Sinn. Wir machen jetzt eine ganz andere Taktik, wenn diese Armee, wenn dieser Angriff nicht klappt, wovon ich aber einfach mal nicht ausgehe, weil ich so viele Wolverines pumpe, dann machen wir folgendes. Der nervt mich aber hier bei mir, ganz schön noch mit seinen Panzern, das ist mega ärgerlich. Ja, jetzt kommt er auch mit seinem Scarab, alter Scheiße. Ich habe so das Gefühl, dass ich die Basis jetzt verliere. Jetzt hat er wieder so viele Ingenieure, Alter. Der hat, wie viele Spitzen hat er denn, dass der einfach nur Ingenieure rausballert, Alter? Oh Mann, die ganzen Wolverines, ey, dann setze ich den Scheiß halt einfach in den Wolverine rein. Das finde ich ja so billig, ohne Spaß. Scarab, fette Kanone. Witze. So, ihr Spacken, ey. Guck mal, jetzt heilt der andere den auch noch, Alter. Das ist so ein Witz. Scheiß Scarab, ey. Also normal werden wir die nicht tot kriegen. Da müssen wir jetzt halt genau das Gegenteil pumpen von dem, was die haben. Oder wir machen so, wir machen halt einfach ihre Basen kaputt und warten, bis sie einfach keine Credits mehr haben. Es ist nämlich Plan B, wenn dieser Angriff hier nicht klappt, dann ganz ehrlich, dann bauen wir nämlich lauter Vultures, rüste die schon mal so weit auf, wie es geht. Und aus diesen Vultures, mit diesen Vultures machen wir einfach ihre Basen platt und ignorieren den Scarab einfach fett. Nein, das gibt's nicht. Mann, wäre das jetzt hier ein 3 gegen 3 und dann hätten wir noch schön Enders, dann wäre das Scarab jetzt schon jetzt hier. Das stimmt. Enders wäre der ziemlich schnell weg, weil da brauchst du einfach nur eine scheiß Kryobombe und die ganzen behinderten Dinge gehören der Vergangenheit an. Nein. Scheiße, meine MAB ist gerade nur zur Hälfte voll, das ist ganz schlecht. Ja, Ingenieure, sterbt, sterbt, ihr scheiß Mistviecher. Ohne Spaß, ich finde das echt lächerlich. Sollen einfach alle verrecken, ey. Ja, dann. Dafür mache ich jetzt. Sehr halt schön, drop immer wieder ODSTs und lass sie wunderbar eingekesselt. Haha! Scheiß Scarab. Nein, der geht jetzt drauf, ey. So oder so. Und der haut mir auch jetzt nicht mehr ab. Ballert einfach alles drauf, Leute. Wenn dieser Scarab jetzt down geht. Ich sag dir jetzt, gleich hat er den zweiten mit wieder ganz viel Ingenieur. Ich seh's schon kommen. Ich glaube, dafür hat er nicht genug Bars und nicht genug Geld. Na, da kommen seine scheiß Ingenieure noch angeflogen. Zu spät. Fatal, fatal. Der andere konnte wahrscheinlich nicht heilen, weil er es gerade schon verbraucht hat. Tja, so läuft das halt.
Oh, ich könnte mal meine Spartaner mal wieder hier in meine scheiß Scorpions setzen. Wo ist denn der dritte? Ah, da. Das Gute, man sieht die schön am Laser. warte, ich mach mal Destruktionsbombe. Ich glaube, der ist sauer auf meine OSTs. Jo. Oh. Die OSTs sind gut gegen den Scarab, weil den kann man dann so schön einkreisen. Und wenn der Scarab eingekreist ist, dann neigt er sich einfach nur noch dumm zu drehen. Dann neigt er dazu, sich einfach nur noch dumm zu drehen. Sollte man vielleicht sagen, was macht denn der da hier? Du solltest vielleicht auch sinnvoll angreifen, so was hätte viel. Oh ja, du hast schon Vulture gebaut, oder? Hab ich jetzt ein bisschen vergessen. Ja, setz ich direkt mal zwei raus, ich meine. Auf dem Weg, fliegen jetzt dahin, ab in die Hölle. Nein! Nein. Achso, Gott sei Dank, man kann den nicht töten dadurch. Das wäre nämlich zu bitter. Oh Mann, was macht denn das Baden ja schon wieder Schlaues? Geh mal in den scheiß Panzer, du Brust. Ja, deine Schilder sind da. Beziehungsweise die von seiner Base. Oh, da kommt sein Held wieder. Mit Ingenieuren. Ja! Ja! So, ich finde es bestimmt total lustig, dass wir dann deutlich mehr Credits haben, als wir zumindest der einen. Ah, geht sogar. Egal, der Sieg zählt, der Rest ist scheißegal. Sogar nur relativ knapp. Dachte, der hat jetzt hier wieder so eine Credit-Explosion. Aber er hat es ja auch so ein bisschen verkackt mit seinem Scarab. Stimmt, der hat ja vorher auch nochmal einen Scarab, der ist ja auch verkackt. Weil wenn du einen Scarab verlierst, also Scarabs an sich bringen natürlich normalerweise eigentlich immer ziemlich hohe Punkte in Multiplikatoren, weil die sterben ja nicht so einfach und du tötest ziemlich viel damit. Aber wenn du einmal einen Scarab verlierst, dann geht dein Multiplikator sowas von in den Boden. Und er hat sogar zwei verloren. Ach, ich habe gerade mal 172 Einheiten verloren. Ja, bei dem Ding ist es immer einfach, bei dem Cut irgendwie seinen ganzen Kanonenfutter Marines. Das hat jetzt echt fast eine Stunde gedauert. Aha. Das war auch ziemlich krass, das Match. So ja, wir waren Sterne, aber wirtschaftlich weit voraus, muss man sagen. Ja. Ja. Das kann man wohl so festhalten. Quasi fast das Doppelte. Aber ich habe am meisten gescoutet. Ah ne, am meisten entwickelt, glaube ich. So. Ja, meistens. Das ist in der Vortex da unten. Der ist so tief unten, den sieht man nicht einmal mehr, weil da zu viel Nebel ist. Stimmt, was ist mit dem? Der ist ja irgendwo ganz unten. Sollte er zumindest sein. Oder bin ich bei der falschen Base? Ne, warte mal. Hä? Das war doch hier. Ja, man sieht den echt nicht mehr. Aber verwundert mich eigentlich mal. Da dachte ich, sieht man doch auch die verbündeten Einheiten. Also hattest du nur noch eine Basis am Ende? Nee, das sieht immer nur so aus. Ich hatte drei. Ohne Sinn, warum wird das nicht angezeigt? Ja, habe ich auch bis heute noch nicht so ganz verstanden, aber irgendwie. Dann geben sie auch auf, die Basis. Statt dass sie ihren Wagen müssen sie vernichtet haben. Ah nein, wollten sie uns natürlich die Punkte nicht schenken. Ich finde ja eigentlich dass es so sein sollte, dass wenn jemand aufgibt, dass sämtliche, alles, was dann dabei zerstört wird, beim Aufgeben für den Gegner zählt. Weil ich glaube, zumindest glaube ich, dass es momentan noch nicht so ist. Und dass es einfach mal scheiß behindert, weil da gibt es ja auch. Da sollten die Leute, die immer die Halo Wars Patches machen, mal ran, ne? Okay. Ja, also, genau. Ich habe gerade beschlossen, ich werde das Gameplay nicht schicken. Weil das 53 Minuten geht.
Oh Mann, komm schon. Ja, okay, vielleicht. Muss ja nur ein paar packen. Wir haben ja eh noch so viele andere Videos, die wir bis dahin aushören können. Ja, Somit hat es ja eh somit Zeit. hat es ja eh Zeit. Genau. Okay. Genau. Ja, dann mache ich mal die Ja, dann mache ich Verabschiedung, mal die weil ich glaube, Verabschiedung, es weil wir ich glaube, machen, es ist machen jetzt hier Ende des wir Videos, jetzt hier oder? Ende des Videos, oder? Ja, würde ich sagen, nach so einem langen Match. Hätte ich aber, ich hätte, hab phasenweise einfach die ganze Zeit nur gedacht, ach, wir verlieren das jetzt gleich. Und dann, ja. Vor allem am Anfang, Du als sie hast meine meinen Eindruck, glaube ich, noch gar Bases nicht zerstört haben. mitbekommen. Als der Grüne Nö. nicht bei dir gekommen ist, bin ich hinten beim Grünen reingefahren. War ein Genau. Schlüsselmoment. Ja, gut. Also dann, Also dann, Ciao und tschüss, sagt der Quert. Ciao, tschüss, sagt der Quert. Genau. Haut rein, bis zum nächsten Mal, tschaußen. 54 Minuten haben wir jetzt.